Okay, die nächste Watte und wir spielen Rumor. Arg viel gibt es über diese Watte tatsächlich gar nicht jetzt für den Anfang zu sagen, weil in dem Text auf Doomworld wurde hauptsächlich über das Setting gesprochen. Und das will ich eigentlich nicht vorwegnehmen oder so. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen rein in diese Map. 130 Gegner. 4 Secrets. Das ist nur eine einzelne Map. Und wir haben den eigenen Pistolen-Sound, einen neuen. Und der ist ganz schön laut. So, angeblich soll diese Map auch einen gewissen Frustfaktor haben, aber I don't know. Wir haben 4 Secrets. Naja, dann gucken wir nochmal. Vielleicht finden wir ja schon ein paar. Ich finde schon mal gut, dass die Schrotflinte hier ihre normale Lautstärke hat, aber ich denke mal... Oh, shit! Ups. Ja gut, da hätte ich vielleicht ein bisschen... Ah. Einfach von hier ballern. Das ist der Trick. Okay. Zack, zack, zack. Wie schießt die Chain Gun? Yes, wie ich es mir gedacht habe, wie die Pistole, nur noch mehr. Okay. Kein Problem. You need a red key to open this door. Dann... suchen wir den doch einfach mal. Den besagten Red Key. Jetzt haben wir dort auf jeden Fall einen Mankubus. Der sich da ein bisschen im Weg platziert. Ah, das sieht ganz cool aus hier schon mal. Oh, zwei sogar. Na, vielen Dank auch. Nice. Nummer eins. Okay. Perfekt. Viele Munitionen, das ist gut. Oh, eine Rüstung, das ist noch... Ah, okay, nicht besser, aber auch gut. Okay. Oh. Die hätte ich jetzt halt echt beinahe übersehen. Beziehungsweise hatte ich sie übersehen, zum Glück bin ich nochmal zurückgegangen. Was jetzt hier auch nicht weiß, ist, ob man theoretisch springen dürfte. Zack. Okay, auch noch mal einer. Oh nee, es lebt noch. Okay, der Revenant da oben ist natürlich ein bisschen gemein. Zack. Nice. Einen Raketenwerfer haben wir auch schon. Oh. Oh. Ah, verdammt. Okay, was haben wir hier denn Schönes? Hier ist eine Hängebrücke. Oh, und eine Supercharge. Okay. Nice. Zack, Secret is revealed. Nice. Heieiei. Wo kommt denn die alle? Von wo kommt ihr denn alle? Da gucke ich, dass echt alle Raketen, wenn möglich, sitzen. Und wenn möglich mehr von euch erwischen als nur einen.
Gruppiert euch mal bitte. Ein wenig. Hey. Okay. Ich bemerke einen Chain Gunner. Au. Okay. Ah, sehr gut, Munition. Ja gut, das war jetzt natürlich eine etwas heftigere Stelle insgesamt. Mit den ganzen Kakus, sie haben glücklicherweise echt sehr viel Leben, aber haben die eigentlich auch echt alles andere als schlecht meistern können. Okay. Bevor ich da hochgehe, werde ich auf jeden Fall erstmal hier alles aufräumen. Hier haben wir auch nochmal Munition. Wir haben schon echt viele Gegner gekillt. Ich meine, es ist echt nur ein einzelnes Level. Zack, nice Karte. Nehme ich hier das hier einfach mit. Ich denke mal nicht, dass ich hier nochmal zurückkommen werde. Die meisten Gegner sind ja eigentlich auch schon tot. Ich meine, gut, ist jetzt nicht so, wie als hätte ich nichts mehr hier zu töten, aber, ne? So, dann haben wir hier eigentlich im Großen und Ganzen alles gemacht und können mal nach da oben hingehen. Cool. Plasma Gun. I like. Komm. Zack. Schauen wir mal, vielleicht ist hier dann noch irgendwo. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal anders aus. Aber wie öffnet man das, ist die Frage. Ah. Zack. Nice. Immerhin schon mal zwei von den vier Secrets. Perfekt. Ui. Gehen wir doch einfach mal direkt zu diesen Leuten. Machen wir uns das nämlich damit auch ganz schön einfach, die zu erwischen. Okay, mehr haben wir hier nicht weiter fürs Erste. Zack. Dann zwei Wege. Oh, ein Weg. Oh. Also. Nice. Revenant Double Kill.
Oh. Hehehe. Also ich hatte bei diesem Text bei Doomworld gelesen, dass das Ganze ja auch ein bisschen Frustrationsfaktor haben soll. Lol, das ist ein Secret, ja nice. Aber bis jetzt kann ich noch nicht sehen, warum. Na gut. Au. Das ist jetzt natürlich ein bisschen gemein. Weiß nicht, ob es da vielleicht eine andere Möglichkeit gibt, rauszukommen. Dass wir da ein bisschen mehr Freiraum haben. Wir haben ja auf jeden Fall viel Leben. Nice. Au. Na gut. Au. Okay. Lol, Alter. Dann schauen wir mal. Perfekt. Dann haben wir hier noch Leben auf jeden Fall. Ah, jetzt wurde es zumindest mit der Munition etwas knapp. Aber nichts, womit man nicht klar käme. Meine in der Chain Gun ist ja eigentlich echt noch einiges. Ah, da hinten haben wir schon die Exit-Tür, oder? Ich eine Sache ganz kurz aber noch. Bevor ich hier jetzt gehe. Das ist irgendwie da hinten wahrscheinlich, aber auch nur einen. Also es wird nur auf der Map ein bisschen komisch aussehen. Ich glaube nicht, dass da wirklich was ist. Ist ja eigentlich auch egal. Okay. Zack. Ajo, nettes kleines Levelchen. Keine Ahnung, warum man jetzt meint, das könnte frustrierend sein oder so. Aber ja, zugegeben, insgesamt weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, warum das jetzt wirklich einen Platz ja auch in dieser Liste verdient hatte, weil, meine, die Map war nett, aber jetzt nicht so heftig. Keine Ahnung, also einzeln, also keine Ahnung, ich weiß nicht, bei einzelnen Maps, wenn wirklich nur eine einzelne Map hochgeladen wird, dann habe ich da irgendwie mal so einen gewissen Anspruch daran. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber wenn man jetzt eine 32-levelige Megawatt macht, dann, ne, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, sich zu krass auf die Details eines einzelnen Levels zu konzentrieren, teilweise. Nehme ich zumindest mal schwer an. Weil, naja, man hat 32 Level, um die man sich kümmern muss und alles. Aber wenn man nur ein Level macht, dann keine Ahnung. Ich meine, dass in dem Text auch diese eine Brücke gelobt wurde, die zur Supercharge führt. Ich meine, klar, die sah cool aus. Aber ja, gut. Ob das jetzt schon alles rechtfertigt? Ich meine, ja. Also es war jetzt kein schlechtes Level oder so, ne? Ich
sehe jetzt halt nur auch noch nicht den Grund, warum das jetzt so krass sein soll. Aber gut, würde ich einfach mal sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann, beziehungsweise nee, bei der nächsten Watt wieder. Bis dann, ciao. Okay, das Secret. Wir gehen hier nochmal raus. Dann machen wir hier ein Strafe rüber. Und zack, haben dann noch das letzte Secret.